Hallo liebe Tieftonliebhaber, in diesem Groove geht es um das richtige Platzieren dieser kurzen synkopierten Sechzehntel. Und es ist wie immer eigentlich ganz einfach, denn du musst eigentlich nur bis 3 zählen. Okay, es geht mal wieder um das sogenannte Mikro-Timing. Das bedeutet, dass du einen Groove wie diesen hier in seine kleinste Einheit unterteilst und das dann als Raster im Hinterkopf behältst. Du kannst natürlich gefühlsmäßig diese vorgezogenen Noten timen, allerdings geht das dann auch eventuell manchmal schief. Mit dem Mikro-Timing im Kopf wirst du eigentlich immer richtig spielen, denn du wirst merken, dass diese Noten sich in einem gleichmäßigen Muster durch den Takt bewegen. Das Mikro-Timing in diesem Groove sind Sechzehntelnoten. Hör mal auf die Hi-Hat, dann hörst du sie. Wir nehmen erstmal den ersten Takt und jetzt zählst du eigentlich immer nur bis 3. Und am besten klatschst du erstmal den Rhythmus mit. Ich mach's dir mal langsam vor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Und wenn du jetzt mal mit deinem Fuß die Viertel tippst und den Dreierrhythmus klatscht, dann entsteht dieses Pattern, dieser versetzte Groove. 1, 2, 3, 4. Und du merkst schon, das ist eine super Koordinationsübung, aber gleichzeitig auch eine super Gehörübung. Denn du schulst auf diese Weise dein Gehör, diesen Rhythmus, diesen Verschieber zu hören und ihn zu fühlen. Und darum sing ihn auch ruhig mit. Okay, und dann wieder mit Bass. Alles klar, das war der erste Takt. Im zweiten Takt spiele ich dieses Hammer-on-Lick. Erst langsam. Okay, hier spielst du einfach zweimal das gleiche. Einmal auf der D-Seite und einmal auf der A-Seite. Ich schlage die zwei ersten Achtel an und dann mache ich abwechselnd immer einen Hammer-on und einen Anschlag. Auf diese Weise liegt die Hammer-On-Note auf dem Downbeat und das klingt eben irgendwie cool. Was auch sehr cool klingt, wenn man es ein bisschen schneller spielt. Hier spiele ich nochmal beide Takte, also den ganzen Groove, nur dann mit 16 Dead Notes aufgefüllt. Du musst also bei der fünften Note im ersten Takt eigentlich doch nicht bis 4 zählen, sondern auch nochmal bis 3 und spielst dann schon die somit vorgezogene erste Note vom zweiten Takt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ba, wieder, ba, da, ba, 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 da, ba, da, ba. Markus Miller spielt diese Hammer-On-Licks übrigens auch oft. Aber das ist was für ein anderes Video. Genau, und ich verbinde diese beiden gleichen Phrasen im zweiten Takt noch mit einer Dead Note. Und du wirst merken, dass es das einfach ein bisschen leichter macht. Probier es mal ohne Dead Note. Und mal mit. Mhm.
Dead Notes dienen nämlich nicht nur als perkussive Noten in deinem Groove, sondern oft auch nur, um eine Basslinie einfacher und flüssiger spielen zu können. Okay, und das war's auch schon wieder. Wie immer, nimm diesen Groove, spiel ihn auf anderen Tönen, auf anderen Saiten, kopier ihn und schreib einen Hit damit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann drück bitte wieder den Gefällt-mir-Knopf und unterstütze mich gerne, indem du meinen YouTube-Kanal abonnierst und schalte die kleine Benachrichtigungsglocke an, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!